Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Vlog-Kanal. Ja, im heutigen Video möchte ich gerne über das Spiel gegen Gladbach sprechen und einen kleinen Ausblick gegen das Spiel gegen Bayern geben. Und fangen wir doch einfach mal direkt an. So, das Spiel gegen Gladbach hat mich sehr positiv überrascht. Ich bin beeindruckt von der Mannschaft, von der Leistung der Mannschaft und ja, ich finde es sehr gut, wie die Mannschaft die Spielidee von Trainer David Wagner übernommen hat, verinnerlicht hat und das in so kurzer Zeit. Man darf nicht vergessen, von wo wir gekommen sind, aus dem Abstiegskampf, und wir hatten eine schlechte Stimmung, wir haben keine Euphorie gehabt und wir haben dennoch gegen, ich habe das Spiel auf Sky gesehen und da hat Matthäus gesprochen, dass die in die Champions League wollen. Und gegen so eine Mannschaft haben wir dann bei denen zu Hause sehr gut mitgehalten. Ich fand, wir waren streckenweise sogar besser und haben dann 0-0 geholt, einen Punkt geholt. Das ist eine gute Leistung. Ich fand, die Mannschaft hat defensiv sehr stark gespielt. Die hat sehr gut gegen den Ball gespielt, sehr gute Pressing-Momente im Kollektiv, im Verbund gehabt. Und ja, ich finde, man hat gesehen, dass da ein System hintersteckt. Das war jetzt nicht hanebüchen, das war alles so gewollt. Und die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt, was der Trainer denen mit auf den Weg gegeben hat. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die Durchschlagskraft vorne drin. Also mir haben ein bisschen die Chancen gefehlt. Das war aber wohl auf beiden Seiten der Fall. Also Gladbach hatte jetzt auch nicht die großen Chancen. Und die Chancen, die wir dann hatten, zum Beispiel die bei Rahman, die wurden halt sehr leicht vertändelt. Und ja, da müssen wir in den nächsten Spielen dran arbeiten. Ich würde jetzt gerne noch über die einzelnen Spieler sprechen, wie die mir gefallen haben. Und dann kommen wir zum Ausblick gegen den FC Bayern. Zum Tor, der Nübel, der jetzt unser Kapitän ist, fand ich, hat ein paar gute Paraden gehabt. Ich fand, er hat auch teilweise gut mitgespielt. Ich fand, er war ein bisschen hektisch bei hohen Bällen. Da ist dem auch der ein oder andere aus den Fingern entgleitet. Und als Kapitän habe ich auch die Körpersprache nicht so gesehen. Und ja, auch dafür, dass er so gut Fußball spielen kann, oder habe ich da auch sehr viele Bälle ins Ausfliegen sehen bei ihm. Ja, dennoch ein grundsolides Spiel und hat ja auch ein paar gute Paraden gehabt. Dann auf rechts der Kenny, fand ich super. Also der hat mir echt gefallen, wie der da die Linie hoch und runter gelaufen ist. Sehr gut verteidigt, die Geschwindigkeit von ihm fand ich super. Hat auch sehr gute Flanken reingeschlagen, die dann leider nicht verwertet werden konnten, weil wir im Zentrum nicht so präsent waren. Aber dennoch fand ich, das war eine sehr gute Leistung für sein erstes Bundesligaspiel. Und ich denke, mit ihm haben wir, wenn das so weitergeht, eine sehr gute Neuverpflichtung für diese Saison. Und ich hoffe, man wird ihn dann auch halten für die nächste Saison. Dann neben ihm hat ja der Stambouli gespielt. Von dem, ja, war ein grundsolides Spiel. Kann ich eigentlich nicht sehr viel sagen zu dem Spiel von ihm, war sehr unauffällig, hat ein paar Zweikämpfe gewonnen. Die gelbe Karte von ihm fand ich ungerechtfertigt, da hätte der Schiedsrichter sich die auch sparen können. Und ja, der hatte halt die früh gesehen und war dann auch dann eher vorsichtiger dann unterwegs. Hat seine Sache aber grundsolide gemacht und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit ihm in der Innenverteidigung. Daneben ihm hat Nastasic gespielt. Sehe ich eigentlich ähnlich wie bei Stambouli. Er hat eine Szene gehabt, ich glaube gegen Embolo oder Thuram, wo er dann noch im letzten Moment dazwischen gegangen ist und hatte vorne eine Aktion gehabt, wo man spekuliert hatte, ob das ein Elfmeter ist, was natürlich keiner war. Aber ich fand auch, war ein solides Spiel, hat eine gute Aktion gehabt, wie gesagt, gegen Thuram oder Embolo, ich weiß es nicht mehr, wo er gut klären konnte im letzten Moment noch. Und von daher war das eine gute Partie. Bei Oczipka, finde ich, der war so unsere Schwachstelle im Spiel. Sehr viele Angriffe gingen über seine Seite.
Er hat es eigentlich solide gemacht, nur wurde er halt auch oft überspielt aufgrund von Geschwindigkeitsdefiziten und schlechtem Stellungsspiel. Und nach vorne hat er auch wirklich wenig gemacht. Von daher finde ich, man sucht ja auch gerade einen linken Verteidiger und so ein guter linker Verteidiger wie zum Beispiel Kenny auf rechts, wenn wir so einen hätten auf links mit Offensivpotenzial, mit einer Geschwindigkeit, einer Aggressivität, das würde unserem Spiel auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal sehr gut tun. Dann komme ich zum Sechser, Omar Mascarell. Da fand ich, der hat ein super Spiel gemacht, hat das Spiel sehr gut kontrolliert im Mittelfeld, hat sehr gute Pässe gespielt, hat auch ja, sehr viele Zweikämpfe gewonnen und fand ich sehr gut ein sehr gutes Spiel von ihm. Und ich hoffe, er kann diese Leistung stabilisieren und gerät nicht in die nächste Verletzung rein. Jetzt hat er ja auch die komplette Vorbereitung bei uns durchgehalten. Und ich hoffe mal, dass er eine Spielzeit jetzt bekommt, wo er verletzungsfrei sein wird. Und wenn er so eine Leistung weiter abruft, dann ist er auf jeden Fall gesetzt als Sechser. McKennie fand ich auch sehr gut, sehr dynamisch, hat ein paar gute Momente gehabt, ist viel in die Zweikämpfe gegangen. Und ja, aufgrund seiner Physis ist er halt ein Spieler, der uns im Spiel sehr gut zu Gesicht steht. Dann Harit, fand ich, war in der ersten Halbzeit, ist er sehr abgetaucht. Fand ich ein bisschen schade, dass er so seine Form aus der Vorbereitung nicht direkt auf den Platz bekommen hat. Ich fand ihn im zweiten Durchgang wesentlich besser. Und ja, ich hoffe einfach, dass er jetzt in den nächsten Spielen weiter an seiner Form aus der Vorbereitung und aus der vorletzten Saison anknüpfen kann. Und dann haben wir sehr viel Spaß mit dem Jungen. Auf der linken Seite Rahman fand ich war eine okaye Leistung. Er hätte natürlich das Tor machen müssen, hatte ansonsten auch nicht so die gefährlichen Situationen gehabt und hat aber sehr gut mit nach hinten gearbeitet. Und ich hoffe einfach, dass er dann jetzt langsam in seinen Rhythmus kommt. Er hat ja jetzt auch die Vorbereitung fast komplett verpasst. Und ist jetzt auch erst vor kurzem wieder eingestiegen, hat jetzt auch, denke ich mal, gespielt, weil wir nicht so die Alternativen hatten. Und ich hoffe einfach, dass er dann auch an die Leistungen aus Düsseldorf anknüpfen kann. Ich finde aber, dass er sehr gut ins taktische Profil passt. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Rechts Caligiuri war auch okay. Ich finde, er ist besser, wenn er weiter hinten spielt, also als Winger, als rechtes Mittelfeld bis rechter offensiver Verteidiger, so in der Dreierkette, da finde ich, hat er so, wenn er mehr Platz hat, kann er mehr seine Stärken ausspielen. Dennoch finde ich, spielt er hier und da gute Doppelpässe, hat auch ein paar gute Flanken geschlagen und auch einen Torschuss, der sehr knapp am Tor vorbeigegangen wäre, gegangen ist. Und ja, mit einem bisschen Glück macht er dann das nächste Mal das 1-0 und wir gewinnen das Spiel. Er muss sich natürlich auch jetzt an die neue Position wieder gewöhnen. Vielleicht dauert das auch ein bisschen und das war halt, wie gesagt, der erste Spieltag. Und vorne drinne Guido Burgstaller. Ich fand, ja, also mich regt's auf, wenn er da die ganze Zeit rumlamentiert und dann liegen bleibt, anstatt weiterzuspielen und solche Sachen, die kann er sich echt sparen. Ansonsten fand ich, hat er sehr gut Bälle festgemacht und auch teilweise gut verteilt. Seinen Torschuss fand ich nicht gut. Also da hätte er was anderes aus der Situation machen müssen. Und ansonsten hat er auch nicht diese torgefährlichen Szenen gehabt. Da weiß ich nicht, ob uns ein Spieler mit mehr Dynamik vorne auch nicht noch, zum Beispiel wie Embolo, der uns ja leider verlassen hat, uns da nicht auch noch helfen würde. Von daher bin ich zufrieden mit der Mannschaft. Ich fand es ein bisschen schade, dass bei den Auswechslungen der Kutucu und auch der Mercan, dass die nicht reingekommen sind. Von denen her habe ich mir noch ein bisschen was erhofft. Hätte ich auf jeden Fall gebracht. Der Rese, finde ich, hat auch nicht die Qualität für die Bundesliga.
Und wer ist noch reingekommen? Sané fand ich sehr gut. Also der fand ich auch besser als Stambouli. Der war sehr präsent. Und ja, wenn der so spielt, dann wird es auch für einen Kabak schwer sein, dann in die Mannschaft zu finden. Das wird sowieso ein sehr spannender Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. Und ich denke, auch da sind wir wirklich am besten aufgestellt diese Saison. Ja, was können wir erwarten gegen den FC Bayern München? Ich denke, es wird schwer und das hat folgenden Grund. Wir haben einfach vorne nicht diese Durchschlagskraft und ich denke, wir können aber trotzdem sehr gut verteidigen gegen Bayern. Wo ich jetzt das Problem sehe, ist, dass Bayern einfach trotzdem ein Tor machen wird. Also der Lewandowski, der wird trotzdem irgendwie ein Tor machen gegen uns und dann wird es erstmal dann, wenn wir vorne nicht die Durchschlagskraft haben, wenn wir da keine PS auf den Platz kriegen, dann wird irgendwann das Einzel vom Bayern kommen und dann haben wir dann auch wenig dagegen zu setzen. Ich hoffe, dass der Wagner da irgendwie einen Matchplan entwickelt, wie er die Bayern ausschalten kann. Ich denke halt irgendwie, dass wir auf 0-0 spielen werden. Jetzt wie gegen Gladbach, nur dass irgendwann dann Bayern trotzdem die Chance zum Beispiel, die der Player hatte, die es immer irgendwie im Spiel gibt, die wird dann Lewandowski reinmachen. Dass dann Bayern einfach zu kaltschnäuzig und ich finde auch gerade gegen uns machen die immer wieder Tore aus dem Nichts und ich denke, das wird auch diesmal wieder so sein. Ich denke, wenn wir vielleicht den fünften Spieltag hätten, wenn wir vorne schon einen guten Kombinationsspiel entwickelt hätten oder haben werden, dann hätte man vielleicht andere Chancen gegen Bayern, aber so, ja, finde ich, fehlt vorne halt die Durchschlagskraft. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass man da irgendwie trotzdem mindestens einen Punkt holen kann. Ja, das ist so meine Prognose gegen Bayern. Und ja, damit würde ich auch das Video beenden. Schreib mir mal in die Kommentare, was du so zum Saisonauftakt denkst, was so deine Prognose gegen Bayern sein wird. Und ansonsten gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal. Gerade wenn du jetzt das erste Mal zuschaust, würde mich freuen. Hier kommen immer wieder Videos über Schalke. Und wenn dich Schalke interessiert, wenn du Schalke magst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren. Von daher wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.